Hallo, ich bin der Markus von Blind Guardian und ihr seid auf Planet Metal. Ja, ich sitze mit dem Markus Siepen von Blind Guardian. Nicht an der Nordsee, sondern am Schwarzer See in Graz, in einem netten Strandkorb bei Sun. Ja. Und ja, seid gerade angekommen, glaube ich, vor kurzem. Wie gefällt es euch hier? Sehr schön, also sehr schönes Ambiente, der See gefällt mir sehr gut. Ich habe dummerweise keine Badehose dabei, aber... Kann eine leihen. Badehosen, rent a Badehose, ja, sehr schön. Genau. Nee, aber ist geil. Also wenn man Festivals spielt, hat man ja meistens den ganzen Tag über eher Leerlauf, wenn man abends erst spielt. Und da ist das schön. Kann man ein bisschen bummeln gehen, ein bisschen spazieren, ein bisschen unter den Baum setzen. Oder im Strandkorb. Oder im Strandkorb, genau. Seid ihr jetzt eigentlich mehr so eine Festivalbands? Habt ihr das lieber oder habt ihr lieber mehr so die Hallen oder Clubs? Oder was ist euch dann am liebsten, wenn ihr es aussuchen könntet? Beides, muss ich sagen. Also beides hat Vor- und Nachteile. Festivals hast du meistens riesen Bühnen, die du in Clubs logischerweise nicht hast, in den großen Hallen zwar auch, aber was in den Hallen eigentlich immer besser ist, bei den meisten Festivalbühnen hast du einen riesen Abstand zwischen Publikum und, ja, und Band halt. Die Fotogräben sind deutlich größer und Absperrungen. Das heißt, der Kontakt, der direkte Kontakt mit dem Publikum ist in der Halle immer einfacher herzustellen. Aber beides hat seinen Reiz. Open Airs spielen ist geil, sofern das Wetter mitspielt. Meistens regnet es ja. Heute hoffentlich nicht. Das könnt ihr nicht sehen, aber zu, es zieht sich gerade etwas zu. Die Kamera steht dafür falsch, aber wir schauen mal. Nee, also beides, ich mag beides. Ich glaube, die Abwechslung macht's. Ja. Einmal hier, einmal da. Ja, eben. Ja. Schon geil. At the Edge of Time ist ja jetzt auch schon fast 4 Jahre her. Ne? Was ist jetzt mit dem nächsten Album? Das wollen natürlich viele wissen, weil es war ja, glaube ich, für Mai schon angedacht oder irgendwas. War ja da im Gebüsch, ne? Das war so missverständlich formuliert. Mai ging eigentlich darum, dass wir da das erste Mal wieder live spielen. Die Platte, wir sind in der Endphase der Produktion, können wahrscheinlich Ende September irgendwann abgeben. Und ja, die nächste Tour ist ja schon gebucht. Wir sind ab April, glaube ich, auf Tour. Das heißt, die Platte kommt vorher. Einen genauen Termin kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, sie soll. Aber bald halt, ne? Ja. Bald mal. Ja. Es ist ja der 4-Jahre-Rhythmus bei uns ist ja jetzt nicht so neu. Ja, nee. Aber irgendwo ist ja logisch, weil es steckt ja viel Arbeit drin, ne? Es klingt immer so, die Leute sagen, oh, 4 Jahre, mein Gott. Man muss beachten, wir sind 1,5 bis 2 Jahre auf Tour. Während wir touren, können wir nicht an neuem Material arbeiten. Also wir müssen wirklich die Ruhe zu Hause haben, abzuschalten, irgendwie nicht die Stücke rund um die Uhr im Kopf haben, die man auf Tour halt spielt, weil du möchtest ja auch weg davon, du möchtest ja nicht dasselbe nochmal schreiben. Das heißt, wir fangen mit dem Songwriting wirklich erst an, wenn die Tour vorbei ist. Du brauchst dafür ein gutes Jahr, vielleicht auch 1,5, um die Stücke halt fertig auszuarbeiten und dann bist du auch mindestens nochmal 1,5 Jahr im Studio und schwupp sind die 4 Jahre rum. Klar, das vor allem mit diesen vielschichtigen Songs, die ihr ja habt nun mal, ne? Ja. Mit Orchester und was auch immer. Ne? Ja, da geht es natürlich also, noch Ärger zur Sache. Wenn du nur 2 Gitarrenspuren links und rechts, Schlagzeug, Bass, Gesang machst, dann geht es natürlich schneller. Nur bei uns ist ja meistens ein bisschen mehr am Start. Von daher dauert halt einfach ein bisschen. Hauptsache es kommt, ne? Ja, es kommt garantiert. Wie gesagt, wir sind in der Endphase, es sieht gut aus. Gibt es einen Titel schon eigentlich? Nee. Nix. Aber das vom Stil her wird sich ja nicht so großartig viel ändern jetzt, es wird in der Schiene weitergehen. Wir machen jetzt Blues, ja. Ja, das meinte ich ja. Ne? Ja, genau, eben. Also, Überraschungen in dem Sinn wird es jetzt keine geben, es wird einen symphonischen... Klingt wie immer. Wir versuchen logischerweise immer, uns weiterzuentwickeln, neue Sachen reinzubringen, aber der Kern bleibt natürlich, weil wir werden blöd und haben auch keinen Bock, unsere Identität... Die Fans erwarten das ja auch. Ja, warum sollten wir jetzt auch unsere Identität über den Haufen schmeißen? Ich meine, ja, es wird nach Blind Guardian klingen, es werden neue Sachen drin sein, es wird episch, es wird schnell, es wird ein Mix aus allem, was wir gemacht haben. Jo. Ja, es gibt eine Menge Bands, die dann in späteren Jahren mal drauf kommen sind, die wollen mal rumexperimentieren wollen oder was. Ne? Aber ich glaube, das erwarte ich von euch ja nicht. Nein, also experimentieren tun wir eigentlich jedes Mal, weil wir ja immer versuchen, irgendwie was zu machen, was wir vorher vielleicht noch nicht hatten. Wir hatten auf Summer Fabian Dudelsäcke, das war für uns ein Experiment. Oder als überhaupt die ersten Akustik-Sachen rauskamen oder And Then There Was Silence war damals experimentieren für uns. Und
irgendwann, wenn du siehst, es funktioniert und es gefällt uns, dann wird das Experiment halt Teil unserer Identität, unseres Stils. Und man kann weiter dran arbeiten. Also zum Beispiel Wheel of Time wäre ohne And Then There Was Silence so wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Das ist eine Entwicklung, die passiert. Und das ist auch eine Entwicklung, die für uns als Band sehr wichtig ist, weil wenn du, das ist zumindest unsere Einstellung, wenn du dich als Band nicht weiterentwickelst, das funktioniert bei manchen Bands, siehe AC/DC, ja, die sich ja stilistisch jetzt nicht so vom Fleck bewegt haben, da funktioniert das aber auch wunderbar. Für uns, Airborne, die gestern hier gespielt haben zum Beispiel. Die haben sich auch nie von AC/DC weiterentwickelt. Ja, natürlich. Nee, gibt ja genug Beispiele, Motorhead, Bad Religion, was weiß ich nicht was. Da funktioniert das wunderbar, es wäre aber nicht unser Ding. Also ich hätte jetzt keinen Bock, heute noch Musik zu machen wie Battalions of Fear. Ja, das wäre mir dann nach knapp 30 Jahren irgendwann zu langweilig, immer dasselbe zu machen. Und es gibt ja auch immer wieder Leute, die fragen, wann macht ihr nochmal sowas wie, was weiß ich, Imagination, Somewhere, Nightfall, was auch immer. Mhm. Können wir nur sagen, machen wir gar nicht nochmal. Wir haben es schon gemacht. Wenn du die Platte magst, super, hör sie dir an. Aber wir möchten gern den nächsten Schritt machen, wie der auch immer aussieht. Und das ist halt immer die Herausforderung bei jeder Platte. Ja, ist ja ein guter Ansatz eigentlich. Ne? Ja. Die Wartezeit habt ihr mit einem Boxset überbrückt. Da muss ich den Namen jetzt lesen. Weil A Traveler's Guide to Space and Time. Ja. Da ist, glaube ich, eure ganze History drinnen, ja, verpackt sehr, sehr drin, mit Bonusmaterial und so. Alle Demos, alle Outtakes. Ja. Ja. Habt ihr da wirklich begonnen, in eurer Vergangenheit wieder rumzuwühlen und irgendwie so Sachen zutage gefördert, die lange irgendwo vergessen rumlagen? Ja? Absolut, weil also wir sind eigentlich nicht die Leute, die zu Hause ständig Blind Guardian CDs hören, weil nicht unbedingt. Was aber den meisten Bands so geht. Also du wirst, glaube ich, wenig Musiker finden, die zu Hause den ganzen Tag ihre eigenen CDs hören, weil wenn du auf Tour bist und die Musik irgendwie 2 Jahre jeden Tag um die Ohren gehauen kriegst, musst du sie nicht zu Hause dann nochmal hören. Das ist dann einfach, du möchtest dann auch Abstand. Dadurch entdeckst du dann alte Stücke neu für dich und siehst sie auf einmal auch in einem ganz anderen Blick, als du sie damals zum Beispiel gesehen hast. Für mich war so ein Ding, Follow the Blind, die Nummer zum Beispiel, die haben wir damals gemacht, 89. Wir haben sie exakt ein einziges Mal live gespielt, auf einem Festival in Lübeck damals, auch 89, und danach nie wieder gespielt. Ich habe sie ab und zu, hört man mal in eine Platte wieder rein, aber das ist, wie gesagt, sehr unregelmäßig. Mhm. Und dann gerät sowas in Vergessenheit. Und wenn du sowas dann wieder ausgräbst und mit frischen Ohren da rangehst, da kommen dann einige Aha-Erlebnisse zustande. Du denkst, oh geil, das hat man, oh ja, cool. Und du hörst heute auch anders als damals natürlich, wahrscheinlich. Natürlich, Das ist also wichtiger wahrscheinlich. Oder ja. Du überlegst, du kommen Erinnerungen hoch, wie du das damals im Studio meinetwegen gemacht hast und alles drum und dran. Das ist schon witzig. Das wir öfters mal machen. Ja. Kramt mal rum in euren alten CDs, die ihr mal aufgenommen habt vor 30 Jahren. Aber wo 30 Jahre, wenn man Lucifer's Heritage mit einrechnet, seid ihr jetzt ja fast exakt 30 Jahre im Business, ne? Ja, ist richtig. Ist das so ein Zeitpunkt, wo man sich dann doch mal hinsetzt und nachdenkt, dass das ein Punkt ist, wo man sagt, okay, was machen wir ab jetzt weiter? Wie lange machen wir das noch? Nee, ist für mich überhaupt kein Thema, weil so wie Geburtstage, so wie kritische Geburtstage, wie 30, 40 oder gibt's so. Gibt es bei mir nicht, weil Alter interessiert mich gar nicht, muss ich sagen. Also ich fühle mich nicht alt, ich werde bald 46, das ist eine Zahl und die interessiert mich nicht weiter. Also ich habe einen Geburtstag und Geburtstag bedeutet für mich, ich treffe mich mit Freunden, wir trinken was und haben eine gute Zeit und das war's. Ob da jetzt 46 steht, 36, 26, ist mir scheißegal. Ja, mir eigentlich auch, aber es gibt viele Leute, die legen da voll viel Wert drauf. Ich weiß, aber ich habe das nie nachvollziehen können, weil man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich nicht alt und mir macht das nach wie vor einen Höllenspaß, mit dieser Band zu touren, Musik zu machen. Und von daher denke ich auch nicht über irgendwie aufhören oder wie lange kann man das noch machen nach. Solange ich Spaß habe, kann ich das auch mit, weiß ich nicht, 50 noch machen und mit 60 noch machen. Ich wüsste nicht, warum nicht. Also ich meine, es gibt ja genug, guck dir die Stones an, die sind, glaube ich, gerade auf Tour und die sind einen Tick älter als wir. Ja, oder gestern Status Quo und Uriah Heep zum Beispiel. Sind auch nicht die Jüngsten und auch die rocken noch. Ja. Von daher, aber hallo. Ja, eben, deshalb Alter, scheißegal. Ja, ja. Gute Einstellung, ja, das hält auch jung. Ja, eben. Ja. Genau diese Einstellung hält jung, das ist das Paradoxe daran. Ne? Das ist ja, es gibt, du siehst viele Leute, was weiß ich, die kriegen eine Krise, wenn sie 25 werden und denken, oh, 25, ich marschiere auf die 30 zu. Ja, und? Ja. Wen interessiert das? Ne? Eben. Jeder marschiert irgendwo zu. Ne? Was soll's? Wenn ihr jetzt eine neue Platte aufnehmt, produktionstechnisch ist ja das oft dann doch etwas vielschichtig auch. Ne? Ja. Wartet ihr irgendwann einmal in eurer Karriere oder in jüngster Vergangenheit oder so an einem Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, Mann, das ist jetzt aber doch schon ein Tick zu viel?
Lass uns mal ein wenig wegnehmen wieder von dem Ganzen. Manchmal hast du ja. Das natürlich. Also wir haben bei den Arbeiten an dem Boxset war das zum Beispiel so, dass wir dann die alten Aufnahmen wieder neu aufgelegt haben auf dem Computer, um dann teilweise Sachen zu remixen. Und du fährst dann erstmal alle Spuren an und wunderst dich dann auf einmal über irgendwelche Gitarrentakes oder was auch immer, die du dann auf einmal hörst, wo du denkst, kenne ich gar nicht, was ist denn das? Und dann merkst du, dass da wirklich Takes eingespielt wurden damals, die im Endeffekt in dem Stück gar nicht mehr drin waren. Die haben wir dann gemutet und rausgeschmissen. Also nicht mal Reserve, das waren dann Sachen, die ursprünglich in der Komposition drin waren, wo du dann aber im Mix halt gemerkt hast, nee, eigentlich ist es besser, wenn du das ausmachst oder so leise fährst, wie auch immer. Das kann schon passieren, ja, natürlich. Ja, Rush hatten das zum Beispiel in den 80er Jahren. Die haben dann im Endeffekt sind die darauf gekommen, dass das alles total technisch so überladen war, dass sie es auf der Bühne ja dann gar nicht mehr unter Kontrolle hatten. Was zu teilweise dann auch schwer, ne? Ja, ist. Ja, ja, eben. Gut, ihr seid dann zu viert, zu fünft dann mit Bassist. Ne? Wer ist jetzt eigentlich der ständige Tourbassist von euch? Das ist der Barend Cobois, früher Vengeance. Super lieber Kerl, wohnt bei uns die Ecke rum, macht einen Höllenjob, passt menschlich perfekt rein. Sehr schön. Ja. Habe ich nämlich jetzt nirgends gefunden, so konkret, weil überall noch der Oliver Holzwald auftaucht. Nee. Nicht mehr. Lange nicht mehr, Mann. Ja. Auf eurer, weil wir vorher vom Alter gesprochen haben, auf eurer Webseite habt ihr ein paar lustige Promo-Fotos, neuere, wo ihr da quasi keine Falte vorenthält dem Publikum und da quasi, ich stell euch älter dar, als ihr seid. Ja. So, da ich ja jetzt weiß, dass du kein Problem mit dem Alter hast, sind diese Fotos eine ironische Anspielung auf dieses Thema? Es war eigentlich ein Spaß. Die sind gemacht worden von einem Krefelder Fotografen, alter Bekannter von uns. Der arbeitet halt so, der macht Fotos und verfremdet die halt in Photoshop und zieht die gern so ins Hässliche. Und wir fanden die Idee halt cool und dachten, ja, lass doch mal eine Session machen. Gefiel uns und wir haben die Fotos halt verwendet. Und das Witzige war dann, als dann die Interviews für das Album losgingen, habe ich halt Telefoninterviews gemacht und die ersten Fragen waren, ja, geht's euch, was war los? Ihr seht so kaputt aus und seid ihr wieder viel, seid ihr krank, was auch immer? Und ich stand da so, was? Das sind Fotos, die sind halt so bearbeitet. Uns geht's wunderbar, alles ist gut, keine Sorge. Aber also man merkt schon den ironischen Ansatz. Ja, ja, Leute sind da wirklich drauf eingestiegen und dachten, oh scheiße, die Band gibt's nicht mehr lang, die verrecken gerade alle. Zerfällt. Ja. Nee, also wir wollten halt einfach mal andere Fotos haben, weil man muss ja auch irgendwie, ist ja immer nur Band vor der Wand irgendwo, was weiß ich ja, nicht. Ist ja langweilig. Ne? Eben, und wir wollten halt einfach mal den anderen Ansatz nehmen und ich finde die Fotos nach wie vor super. Ja, sind cool, ja. Ich könnte mal Band im Strandkorb oder so machen. Es gefällt mir gut, ja. Ist nett, ja. Man könnte gerade hier sitzen bleiben die ganze Zeit. Kannst du mir nachher tragen helfen, dass wir den vielleicht... Kann dir ein Bier bringen. Kleiner. Nee, der Strandkorb muss auf den Bus. Ja, also, das wäre gut. Könnt mal fragen. Mit dir drinnen gleich rübertragen. Ja, auf die Bühne. Auf der Bühne wäre auch schön. Du hast vorher erwähnt, die Single And Then There Was Silence, die ja schon etwas her ist. Ja. Aber ich hätte da eine Frage dazu, weil das war ja die erste Single, die ihr im US-Markt rausgebracht habt, soweit ich weiß. Ja. Ne? Und die dauert ja doch dann 12, 13 Minuten, glaube ich, ne? Ja, insgesamt. 15 sogar, glaube ich. Ja, ja. Doch für eine Single relativ lang, sag ich mal. Typisch, ja. Ja, ja. Und für den US-Markt natürlich noch viel sperriger, so ein Ding. Ne? War das ein bewusstes Risiko, dass ihr da mal eingegangen seid, weil der US-Markt für euch ja lange nicht wirklich zugänglich war? Also, ne? Wir haben nie bewusst eine Single für den US-Markt machen wollen. Für uns war And Then There Was Silence ein Statement, was wir setzen wollten, weil. Die Night at the Opera war damals das erste Album, was wirklich erst nach 4 Jahren kam. Uns war natürlich klar, ist eine lange Pause. Und wir wollten uns halt so ein bisschen mit dem Knall zurückmelden und sagen so, guck mal. Ja. Und hier ist erstmal ein ordentlicher Vorgeschmack, da habt ihr erstmal ein bisschen was zu hören. Und ob das jetzt auf den US-Markt zugeschnitten gewesen wäre oder nicht, war uns scheißegal. So. Dass ein 14-Minuten-Song nicht im Radio gespielt wird, war auch klar. Ja. Diese Single war trotzdem, ich weiß nicht mehr was, Spanien, Griechenland war Nummer 1 in Singlecharts. Ja. Also, Spanien, Griechenland ist logisch, nicht nur Amerika erwartet immer so 4 Minuten total nett abgemischte Kommerz-Songs als Singles. Können wir eh nicht bedienen, ja. Weil wenn du unsere gesamten Alben durchsiehst, wirst du nicht viele 4-Minuten-Songs finden. Ja. Die meisten sind länger. Und ja. Ob wir jetzt mit 6 Minuten drüber liegen oder mit 14, ist egal, weil sie spielen es eh nicht. Oder du müsstest dann anfangen, Gitarren-Solos rauszuschneiden und das ist alles Blödsinn. Ja, ne. Also ich mag das nicht. Entweder du spielst einen Song im Radio, wie er ist, oder du lässt es halt. Ja, und, sich anbiedern hat da keinen Sinn wahrscheinlich. Nee, also du erweckst auch den falschen Eindruck bei deinen Fans, weil sie hören dann eine kastrierte Version des Songs und
weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Ja, ja. Ja, ist verständlich. Ist verständlich. Deshalb, und ja. Wir waren eh nie ein Radioband. Also Metal in Europa brauche ich dir nicht erzählen, wie viel Metal im Radio gespielt wird. Österreich überhaupt. Ja, auch in Deutschland ist es nicht wirklich besser. Nee, also du hast bei uns so in den Sendern, was weiß ich, WDR, die haben die üblichen 3-4 Stücke, die sie dann einmal die Woche spielen und damit alibimäßig sagen können, wir haben es ja gespielt. Ja. Das ist dann Highway to Hell, es ist I Was Made for Loving You und ein, zwei Nummern von Whitesnake. Damit ist es dann abgedeckt. Aber da kamen dann so Sachen, was weiß ich, irgendwann haben sie erwähnt, oh, heute ist der Geburtstag von Ian Gillan, der Sänger von Deep Purple. Und die meisten Leute erwarten, wir würden jetzt Smoke on the Water spielen. Nein, wir haben uns was anderes ausgedacht. Heute lieber Ian, für dich Stormbringer. Es hagelte dann Beschwerden und sie haben sich dann auch entschuldigt, ja, wir wissen, das singt er gar nicht, sorry. Und dann haben sie nochmal Black Knight hinterhergeschoben und ich habe mich totgelacht. Aber das ist dann halt die Fachkompetenz des Radios. Die man nicht erwartet, ohnehin. Jetzt habt ihr ja seit jeher in einem Lyrics Fantasy-Themen laufen und alles, was damit zu tun hat. Und es sind in den letzten Jahren ja relativ viele Sachen passiert in diesem Bereich. Sag mal, ich will jetzt Twilight nicht als Fantasy bezeichnen. Bitte, bitte nicht. Aber der Zugang der Leute ist ein anderer geworden. Sagen wir über diese ganzen Vampirgeschichten oder ich greife jetzt bewusst einmal heraus, A Song of Ice and Fire, weil ich das selber gern mag. Ja. Da wäre natürlich cool, wenn ihr da was machen würdet in diese Richtung. Ihr habt die Themen oft schon aufgegriffen, das weiß ich, weil die Bücher ja schon relativ alt sind, die sind schon 20 Jahre alt teilweise. Ja. Aber habt ihr da irgendwas geplant, so Song of Ice and Fire, irgendwas zu machen auf der neuen Platte in diese Richtung? Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, was Hansi im Endeffekt textmäßig verwurstet hat, aber es war mal was angedacht, ja. Und gerade die Bücher gehören für mich im Fantasy zum Besten, was je geschrieben wurde, muss ich sagen. Also ich hab's Game of Thrones, für die, die es nicht wissen. Game of Thrones. Genau. Ich habe die damals, als ich sie für mich entdeckt habe, alle 5 auf Englisch am Stück von A bis Z durchgelesen, wachte sehnsüchtig auf das Nächste. Habe zwischendurch versucht, mich mit der Serie zu trösten, die ich hasse, weil einfach so viel von den Büchern verändert. Ich glaube, wenn man die Bücher nicht kennt, ist das eine Mordserie. Wenn man die Bücher kennt, denkt man immer, warum ändert ihr alles? Warum verfremdet ihr die Charaktere und warum passiert jetzt das so und da? Das ist dasselbe Problem wie mit den Singles auf dem US-Markt wahrscheinlich. Ja, genau, das ist genau das. Eine US-Serie. Ja, genau. Ja. Das wird halt so häppchenweise aufbereitet, dass das hier halt das mag. Ne? Ja, aber... Ja. Klar, an sich, also gerade durch den Hype um diese Serie ist der Bezug zu Fantasy in den breiten Massen, glaube ich, nochmal deutlich gestiegen. Also wie gesagt, Twilight würde ich da auch rauslassen. Das ist, obwohl, wir könnten mal... Also wer die jungen Leute anspricht, du meinst. Wir könnten, ich muss gleich mal mit Hansi reden, wir könnten vielleicht mal was über Twilight machen. Ja. So. Oder einfach einen Titel, wo Twilight drin vorkommt. Hattet ihr ja schon. Vielleicht haben wir diese Serie nachher inspiriert. Vielleicht basiert das auf uns. Vielleicht, man weiß es nicht. Ich entschuldige mich hier. Man wird es nie erfahren. Nee, ich hoffe nicht. Wenn das rauskommt, das wäre peinlich. Markus, war nett mit dir zu plaudern. Gern geschehen. Vor allem im Strandkorb hier. Ja, Strandkorb ist im nicht Helgoland, sondern wir sind hier noch immer in Graz, Schwarzelsee, unter Bremstetten. Und der Markus wird sich jetzt vorbereiten auf den Gig in 2 Stunden, der hoffentlich nicht von einem Gewitter überschattet wird. Das hat gerade, das konnten wir nicht sehen. Ja, ja. Es blitzt andauernd die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Aber solange das da hinten blitzt, ist egal. Ja, ja. Soll da bleiben, muss ich. Genau. Wir sitzen im Trocknen, ist ein Dach über der Bühne, alles ist gut. Alles cool.